Mein Name steht da drauf, Kevin Gammer. Ich spreche da jetzt kurz über Community-Förderprogramme. Was ist da die grundsätzliche Idee dahinter? Bei den meisten Communities, die jetzt schon länger existieren, sie groß sind, ist es manchmal für Leute, die neu dazukommen oder sich einbringen möchten, schwierig, da irgendwie einen Weg reinzufinden. Nicht, weil diese Communities irgendwie abgeschlossen wären, sondern einfach quasi, weil sie von außen einfach, wenn man die innere Struktur nicht kennt, wenn man nicht dabei ist. Also eine der Fragen, die sich heute so ergibt, wenn ich starten möchte, wen frage ich da, an wen wende ich mich? Wenn ich Probleme habe, was mache ich da, an wen wende ich mich und so weiter? Andere Sache ist auch, was kann ich überhaupt machen? Ganz am Anfang war es einfach, als ich damals bei KD angefangen habe, so um 2000 herum, da erstmal gab es viel weniger Programme und bei den Programmen, die es gab, die hatten viel wenig Funktionen, das heißt, man hat immer irgendwas gefunden, ach, das brauche ich, das baue ich mir ein. Genauso bei den Sachen, die nichts mit Programmierung zu tun haben, es gab keine Webseiten quasi oder wenige, das heißt, Leute, die sich damit ausgekannt haben, haben gleich mal Möglichkeit gehabt, sich um die Websites zu kümmern und so weiter. Das wird immer schwieriger, quasi auszufinden, was könnte ich denn machen? Also das ist quasi eine dieser Fragen, die man häufiger kriegt. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Was kann ich denn machen? Die Idee ist jetzt quasi bei diesen Förderprogrammen, diese beiden Fragen zu beantworten oder natürlich andere auch. Die Antwort auf die Frage, an wen wende ich mich, sind quasi Mentoren. Das heißt, es sind Personen, die bereits in dem Projekt drinnen sind, also sich so auskennen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Projekt, die quasi dann wo neue Leute dazukommen, so einen Mentor zugeteilt kriegen. Das heißt quasi, wenn man dieser Mentor weiß natürlich, der kennt die Internetstruktur, sagt, okay, wenn du diese Frage hast, fragst du auf dieser Mailingliste oder dafür haben wir da das Webforum dafür. Oder natürlich quasi kann man den Mentor auch immer direkt fragen, weil das sind Sachen, die quasi da, also die Hürde zu nehmen, quasi etwas in der Öffentlichkeit zu fragen. Ja, es ist halt eine gewisse psychologische Schwelle, einfach auf einer Mailingliste Frage zu stellen. Ist manchmal besser, es einfach quasi per privater Mail zu machen oder in einem Chat oder vielleicht über ein Google Hangout oder ähnliches. Die Sache, was kann ich machen, wird ebenfalls gemacht, indem man sagt, okay, entweder man hat vorbereitete Aufgaben in unterschiedlicher Größe, man sagt, okay, das gäbe es. Da gibt es dieses also kleinere Feature, das hat der zuständige Maintainer oder so des Programms zum Beispiel als einfach eingestuft, das könnte man sich ansehen. Oder es gibt Ideen für größere Sachen und man kann dann zusammen mit dem Mentor quasi die Details erarbeiten. Sagen wir, es gäbe die Idee für ein Spiel, sagen wir, und dann sagt, okay, wenn wir dieses Spiel machen, wie wird man da vorgehen? Also quasi einfach quasi Unterstützung zu haben beim Aufbau von so einer Idee. Das sind also mal die Grundideen, die zu diesen Förderprogrammen geführt haben, mehr oder weniger. Also gibt es halt die verschiedenen Förderprogramme, haben unterschiedliche natürlich Stärken und unterschiedliche Detailzielsetzungen. So das bekannteste davon und auch eins der ersten, die so richtig groß gestartet sind, ist der Google Summer of Code. Gibt es seit 2005, richtet sich an Studierende weltweit. Ja. Die Idee war quasi eben ursprünglich in den amerikanischen Sommerferien sozusagen, die Leute dazu quasi die Möglichkeit zu geben, einen studienrelevanten Ferienjob zu machen. Ja, quasi der Spruch von Google ist da Flip Bits, not Burgers. Also quasi anstatt bei McDonalds oder so Burgers zu schupfen, quasi mit Bits zu arbeiten. Ist sehr erfolgreich, da nehmen jedes Jahr so 1500 bis 1800 Studenten weltweit teil. Ich glaube, es sind 80 Organisationen, wie zum Beispiel KD, GNOME und so weiter, die da als Mentororganisationen zur Verfügung stehen. Ich bin dort seit 2005 Mentor auch bei KD und ja, der Ablauf ist da so, dass es gibt eine Bewerbungsphase, die ist jetzt gerade abgeschlossen für heuer, wo sich die Studierenden quasi bewerben mit einer ausgearbeiteten Idee. Die meisten Projekte haben da quasi eine Liste von Ideen
Man kann auch mit eigenen Ideen kommen, ist kein Problem. Und dann wird quasi ein Auswahlverfahren, also okay, die Gruppe von Leuten, denen trauen wir zu, ihre Aufgaben auch umzusetzen. Dann hat man quasi dieses Mentor-Pairing, quasi wir wählen dann die Mentoren aus für diese Leute. Und ja, also dann läuft das ab. Das geht ungefähr von Mitte Mai bis Mitte August. Was natürlich jetzt speziell für Österreich-Studenten nicht unbedingt optimale Zeit ist, aber das ist quasi international einfach schwierig zu machen, das also für alle optimal zu machen. Da geht es primär um eben Programmierung, quasi also Softwareentwicklung. Und ja, ich habe dann die Folien habe ich schon raufgeladen, also quasi die sollten dann auch demnächst im Programm online gehen. Eben die Idee ist, ein Ferienpraktikum zu machen, das heißt, Google zahlt den Studierenden, die teilnehmen, erfolgreich teilnehmen, 5.000 US-Dollar, glaube ich, staffelt auf 3 Zahlungen. Und auch die Projekte, die Mentoren stellen, bekommen von Google Geld dafür, also ungefähr 500 Dollar pro Teilnehmer. Das ist durchaus quasi für so Projekte wie KDE oder GNOME ein wesentlicher Punkt für Sponsoring, mit dem dann wieder andere Arbeiten quasi finanziert werden. Sehr tolles Projekt von Google. Man arbeitet nicht für Google, sondern für eben etablierte Open Source und freie Software-Projekte. Gab vor 2 Jahren, glaube ich, auch irgendein Institut, der TU Graz war auch eine der Organisationen, Institut für Tontechnik oder so, oder digitale Tonverarbeitung oder so. Etwas Ähnliches gibt es für Schülerinnen und Schüler, den Google Code In, seit 2010 circa, findet immer im Herbst statt, richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren, eben ähnliche Konstellation der teilnehmenden Organisationen. Da hier ihr eine Aufgabe vorgeben, so Tasks, also jede Organisation, die teilnehmen möchte, muss am Anfang so ungefähr 80 Tasks vorlegen, die dann quasi so im Rahmen von 2 bis 3 Tagen von den Schülern bewältigbar sein sollten. Hier ist es nicht nur Programmierung, hier geht es um alle möglichen Sachen. Also hier kann hier auch zum Beispiel Videos aufgenommen werden für quasi Lehrvideos oder Anleitungen und solche Sachen. Also das ist ein sehr breit gefächerte Aufgabengebiete. Die Sachen, die wird im Wettbewerb gemacht, also quasi für jeden Task gibt es Punkte. Ich glaube, es gibt auch irgendwie Geld für eine Kiste. Alle 5 Tasks gibt es, glaube ich, quasi einen geringeren Preis in Dollar. Also es gibt natürlich T-Shirts. Und für jede Organisation gibt es 2 Gewinner. Also die beiden 2 besten Schülerinnen und Schüler aus einer für eigene Organisation, zum Beispiel für KDE, die werden bewertet. Und die beiden dürfen dann werden eingeladen, alles gezahlt, also Reise und so weiter, ins Googleplex nach Mountain View. Ja, und haben dann gibt es eine Woche lang für die erfolgreichen Teilnehmer so eine Konferenz. Soll angeblich ehrlich super sein. Also bin da leider nur Mentor, also ich werde leider zu dem Ding noch nicht eingeladen, aber es ist eigentlich relativ interessant, wie gut die Leute sind. Also wir haben da bei KDE seit voriges Jahr einen jungen Ukrainer, der war voriges Jahr 14, heuer 15 und der ist so richtig super. Also der macht diese Code, die Programmieraufgaben mittlerweile in demselben Tempo wie der eigentliche Maintainer des Programms. Richtig gut, also. Aber das läuft sehr erfolgreich. Dann initiiert 2010 von der GNOME Foundation gibt es das sogenannte Outreach Program for Women. Die Idee ist eben, speziell quasi Frauen den Zugang zu Open Source eher zu erleichtern, was speziell in der Kommunikation natürlich ist, also diese Kommunikationshürde zu überwinden, eben diese direkte Kommunikation mit einem zugeteilten Mentor, angenehmer ist als die Kommunikation in einer großen Gruppe. Ähnlich wie beim Google Code In gibt es hier ein großes Aufgabenbereich, also nicht nur Programmierung, alle möglichen anderen Sachen, was halt für die Organisation wichtig ist. Teilnehmende Organisationen gibt es dann auch zum Beispiel Wikimedia ist da dabei, Mozilla, natürlich immer die GNOME Foundation und so weiter. Hier ist ähnlich wie beim Google Summer of Code eben auch die Idee, dass es ein Praktikum ist. Das heißt, es gibt hier auch ca. 5.000 US-Dollar, auch auf 3 Monate aufgeteilt. Findet je nach Jahr 1 oder 2 Mal im Jahr statt. Da war jetzt, glaube ich, auch gerade die Phase für den nächsten Durchgang, die Bewerbungsphase. Könnte auch sein, dass die nur geht, da habe ich die Daten jetzt nicht so genau im Kopf.
Aber wäre auch ein sehr interessantes Programm. Okay, dann habe ich jetzt noch von KDE, das ist quasi so als Parallelprogramm zum Google Summer of Code entstanden, weil KDE bekommt ungefähr so 200 bis 250 Bewerbungen und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir von Google auch immer sehr viele Slots zur Verfügung bekommen, um eben solche Leute dann für uns arbeiten zu lassen. Aber wir bekommen so quasi zwischen, sagen wir mal, 35 und 50 Slots. Das heißt, wir haben ungefähr, selbst wenn man sagt, wir sortieren die eher weniger guten Bewerbungen aus, immer noch so 50 bis 80 gute Bewerbungen, die wir nicht unterkriegen. Jetzt haben wir so ein eigenes Programm, Season of KDE, läuft parallel, aber ist flexibler in der Zeit. Quasi wie Google Summer of Code auch, geht es um Programmierung. Ist jetzt nicht, quasi, wir haben jetzt da nicht die finanziellen Mittel wie Google, quasi, bei uns gibt es jetzt quasi keine finanzielle Unterstützung, aber natürlich so Sachen wie T-Shirts und ein offizielles Zertifikat der erfolgreichen Teilnahme und so weiter. Okay, das war jetzt mein Überblick über einige dieser Programme. Ich schätze, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Hat irgendwer Fragen? Nein? Gut. Ja? Das ist eine gute Frage. Also Förderprogramme auf nationaler Ebene, da ist mir nichts bekannt. Kann durchaus sein, dass es gibt, aber da weiß ich leider auch nicht. Also ich kenne jetzt eigentlich nur diese internationalen Programme. Wäre aber sehr interessant, sowas zu machen. Nicht? Genau von der Wirtschaftskammer aus oder so, oder auch von den Universitäten vielleicht oder das Unterrichtsministerium. Genau, weil ist mir leider nichts bekannt, ja. Ja? Okay. Okay, also netidee.at hat voriges Jahr so etwas gefördert. Okay. Ja, immerhin, guter Punkt. Okay. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.